hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Die 33 Reden von Saint-Germain, empfangen durch Godfrey R. King in den 1930er Jahren. Rede 28. Anrufung von Saint-Germain. Du mächtige, unendliche, tätige Gegenwart des Christus überall. Wir beugen uns vor deiner Erhabenheit und Kraft. Mache deine Herrschaft im Herzen und Gemüt eines jeden Menschen im ganzen Lande geltend und führe deine wunderbare Vollkommenheit dahin, dass sie sich überall zum Ausdruck bringt. Ich bringe euch Grüße der Liebe, des umfassenden Bewusstseins und der Meisterschaft der großen Schar aufgestiegener Meister, die wohlgefällig meinen bescheidenen Versuch, Licht zu verbreiten, beachten, die euch ihre Liebe schenken und euch an diesem Weihnachtstag in ihren Mantel des Lichtes kleiden. Die Rede 28. O, du göttliche Liebe, in deiner magischen Kraft der Verwandlung, Transmutation, wir beanspruchen deine Kraft, um die Welt menschlicher Irrtümer und Fehlschöpfungen zu reinigen und zu läutern. Du bist der ewige Sieg, der goldene Pfad des Vollbringens für jeden Schüler des Lichtes. Durch deine allerhöchste Kraft beginnen die Kumaras ihre mächtigen Strahlen zum Wohle der Erde und der Menschheit für das ganze Jahr auszuschicken. So werden die Menschen manche erwünschten Veränderungen erleben, größere Gesundheit, mehr Glück, erneutes wirtschaftliches Wohlergehen. Überall in den Herzen der Menschen wird ein innigeres Empfinden der Liebe und ein größeres Verlangen nach Gerechtigkeit sein. In manchen Bereichen wird durch das Gefühl reiner Liebe menschliche Selbstsucht mächtig umgewandelt werden. Reine Liebe wird im Herzen erzeugt und befähigt die Menschen, ihre menschlichen Sinne zu meistern. Unwillkürlich wecken sie in ihnen den Wunsch, Segen zu verbreiten. Jene Meister von Venus, die den königlichen Titan besuchten und die am kommenden Neujahrstag wieder dort sein werden, werden eine bestimmte Tätigkeit aufnehmen, um den heimlichen Anstrengungen, einen neuen Krieg zu erzeugen, entgegenzuwirken. Shambhala setzt die Kräfte frei, die nun viele Jahre in ihrem eigenen Bereiche zu wirken hatten. Die goldene Stadt, deren Strahlen wie die Speichen eines Rads nach allen Richtungen ausgeschickt werden, dient der Menschheit in einer Art, wie nur sie allein es kann. Würden die Menschen diese Tätigkeiten und ihre hohen Ziele kennen und verstehen, so würde es in der äußeren Welt derart wundervolle Wandlungen auslösen, wie selbst Fortgeschrittene es kaum für möglich gehalten hätten. Am Neujahrstag wird das kosmische Rad des Fortschreitens einen Punkt erreicht haben, wo von persönlichem Tun viel im freien Willen der Einzelnen beiseite gestellt werden kann. Das bringt dem Bewusstsein jener, die von der höchsten Sphäre aus wirken, unaussprechlich viel Freude und Hoffnung. O ihr Schüler des Lichtes, könnt ihr nun erfassen, welch herrlicher Beistand euch zukommt? Sobald ihr das Äußere zur Ruhe bringt und euch diesem Beistand zuwendet, verschließt eure Gemüter vor all der Unwissenheit und den missklingenden Einflüssen menschlicher Wesen ringsum. Ich sage zu einem jeden von euch, Freiheit jeder Art steht vor eurer Tür, wenn ihr nur eure Persönlichkeit in Harmonie haltet und euch weigert, missklingende, finstere Einflüsse aus der Atmosphäre und von Wesen in sterblicher Gestalt anzuerkennen und einzulassen.
Das muss unbedingt getan werden, wenn ihr Freude, Schönheit, Reichtum und Vollkommenheit jeder Art in eure Welt bringen wollt. Es ist nicht unsere Absicht oder unser Wunsch, eurem freien Willen auch nur das Geringste aufzudrängen. Doch wie groß ist die Freude in unseren Herzen, wenn wir sehen, dass die Schüler diese höchsten Gesetze, von denen wir wissen, dass sie ihren sicheren Sieg bedeuten, erfassen, festhalten und praktisch anwenden. Ich wiederhole, nichts in menschlicher Tätigkeit ist so verwerflich, wie die Persönlichkeit oder die Einflüsse, die versuchen möchten, den Schüler von der Wahrheit und dem Licht, die seine Freiheit wehren, abzuwenden. In Verbindung mit dieser mächtigen kosmischen Tätigkeit sollte der Schüler mit großer Entschlossenheit daran arbeiten, alle vergangene und gegenwärtige missklingende Fehlschöpfung aufzuzehren. Jedes Mal, wenn euer Denken und Wünschen auf diese Art vordringt, werden Ströme von Kraft euch stärken. Es ergibt sich als Teilwirkung der erstaunlichen Unterstützung, die der Erde heute gewährt wird. Der schweigsame Wächter hat nun 200.000 Jahre darauf gewartet, dass das kosmische Rad diesen Punkt an diesem kommenden Neujahrstag erreiche. Wieder stelle ich fest, dass noch nie in der Geschichte der Menschheit solche höchste Tätigkeit bereit war, euch zu Hilfe zu eilen. Ich wende mich an euch, ihr geliebten Schüler. Ist es nicht all eurer entschlossenen Anstrengungen wert, euch mit diesem großen Segen in Einklang zu setzen, der euer Ringen um Befreiung von menschlichen Fehlschöpfungen so sehr erleichtert? Geliebte Schüler, wie innig freut sich mein Herz, in euch das starke Verlangen nach dem Licht zu sehen und eure entschlossenen Bemühungen, diese unfehlbaren Gesetze zu nutzen, die euch so sicher, als ihr sie anwendet, eure Freiheit geben werden. Ich danke allen Schülern für ihr freudiges Verlangen, enthüllte Geheimnisse und die magische Gegenwart ohne Einschränkungen zu verbreiten. Dieser Wunsch des Dankens, ihr Geliebten, bedeuten einen Dienst, dessen weite, segensreiche Auswirkungen ihr nur zu einem kleinen Teil erfassen könnt. Ich fühle mich heute, am Tage der Verehrung des Christus, so glücklich, die Liebe, die mir von so vielen zuströmt, zu spüren. Und ich versichere euch, dass ich zu euch mit all der Liebeskraft zurückkehren werde, um euch beizustehen, euch zu erleuchten und zu segnen. Durch den besonderen Dienst, den Jesus darzubieten, sich entschlossen hat, seid ihr wahrhaft gesegnet. Versucht diese wundervolle Wahrheit mit aller Innigkeit, die euch zu Gebote steht, zu erleben. Öffnet eure Arme, eure Herzen und Gemüter der Herrlichkeit dieser Strahlung und gelingt es euch immer vollständiger, so werdet ihr erleben, wie rasch alle störenden und einschränkenden Verhältnisse um euch verschwinden werden. Ich bitte euch darum, hört auf damit, durch menschliche Vorstellungen euch selber einzuengen. Erklärt und spürt eure erstaunlichen Fähigkeiten, diese Gesetze anzuwenden und diese mächtige Energie zu eurer Freiheit und Vollkommenheit zu lenken. Versucht zu erkennen, dass eure menschliche Gestalt keine dichte Schöpfung ist, die schwierig zu handhaben wäre. Versucht sie als undurchsichtigen Stoff, der euren geringsten Anordnungen willig folgt, zu fühlen. Sprecht mit eurem Körper, gebietet ihm stark zu sein, empfänglich nur für das Bewusstsein der aufgestiegenen Meister, um ein vollkommener Ausdruck der göttlichen Kraft, des mächtigen Ich Bin zu sein
und dessen Schönheit in Form und Ausdruck anzunehmen. Überblickt in eurer Erfahrung, wie oft ihr kraftvolle Entschlüsse aufgewendet habt, um in der äußeren Tätigkeit der Dinge Erfolge zu erzielen. Dann werdet ihr euch klar, um wie viel kraftvoller euer Entschluss werden kann, um eure ewige Freiheit zu erringen. Glaubt es mir, wenn ich euch sage, nichts steht zwischen euch und eurer Freiheit, als eure menschliche Schöpfung, die euch Begrenzungen schafft. Die menschliche Schöpfung ist als Hindernis nur so groß, wie ihr es euch einbildet. Nehmt ihr von dieser Schöpfung die Kraft, die euch einengt, hinfort, zu welcher Stunde, an welchem Tag es auch sei, so könnt ihr freudig durch jenen Schleier in eure Welt der elektronischen Gegenwart treten, die so herrlich, so freudig, so erfüllt ist von ihrem blendenden Licht. Ihr könnt euch alsdann in diesem Licht ewiger Herrlichkeit bewegen. Tretet ihr durch jenen menschlichen Schleier zurück, auch um im äußeren Tun zu dienen, so werdet ihr dort fortfahren, die Herrlichkeit jenes höchsten Wesens, das ihr seid, zu erleben. Dann kann euch von euren eigenen oder von anderen äußeren Verhältnissen nichts berühren oder irgendwie bewegen. Mein ganzes Wesen erschauert im freudigen Vorgefühl für euch, da ich mit bestimmter Sicherheit weiß, dass ihr euer Ziel erreichen werdet. Allen, bei denen die Gefahr besteht, dass sie sich durch Beeinflussung oder Unwissenheit anderer menschlicher Wesen vom Pfad ablenken lassen, möchte ich sagen, denkt einfach daran, was euer wartet, was innerhalb eurer Fähigkeit des Vollbringens und des Seins liegt. Sagt euch immer wieder, dass wenn ihr immer inniger in die Anerkennung eurer mächtigen Ich-Bin-Gegenwart hineinwachst, bestimmt die äußeren Fragen, die euch so sehr erschreckten, dahinschwinden werden. Auf diese Art löst ihr nicht nur eine bestimmte Frage, sondern jede Stufe, die auf diesem Wege erklommen wird, tritt nicht mehr in Erscheinung. Sie führt vielmehr zu eurer ewigen Freiheit. Verlangt ihr dringlich Freiheit in Geldfragen, so nehmt die äußere Tätigkeit eures Gemütes von der Erscheinung fort und richtet sie auf eure mächtige Ich-Bin-Gegenwart, die die alleinige Spenderin all des mächtigen Reichtums ist, den es nur geben kann. Verharrt fest entschlossen in diesem Wissen, und alles Geld, das ihr euch wünscht, wird euch zuströmen. Leben setzt keine Grenzen. Reichtum setzt euch keine Grenzen. Liebe setzt euch keine Grenzen. Warum erlaubt ihr denn, den menschlichen engen Vorstellungen euch noch länger zu binden? Geliebte Kinder des Lichtes, erhebt euch auf die mächtige Herrlichkeit eures wahren Wesens. Geht vorwärts als eine mächtige, sieghafte Gegenwart. Seid das Licht Gottes, das nie versagt. Schreitet einher, gekleidet in das Licht der höchsten Herrlichkeit eures Gott selbst und seid frei. Segensspruch. Unübertrefflich ist die Christustätigkeit. Dir geben wir ewig unseren Dank für deine Liebe, deine Herrlichkeit und Freiheit und unsere bewusste Fähigkeit und Kraft, die Fülle deiner Herrlichkeit, die in der äußeren Tätigkeit unserer Leben offenbar wird, um sie aufzunehmen. Mögen wir mit fester Entschlossenheit in deinem Licht stehen, geleitet durch deine Weisheit und auf ewig getragen durch deine höchste Liebe,
die in unseren Herzen verankert ist. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.